Wir sind zurück zu Pokémon Stadium hier in der Arenaleiterburg und diesmal geht es gegen Arenaleiter Major Bob in Orania City. Und dabei erwarten uns noch ein Matrose, ein Rocker und ein Greis. Wir nehmen unser Team, was wir bereits aus den ersten beiden Arena-Kämpfen kennen, und legen los. Ja, der Matrose hat erstmal ein paar Wasser-Pokémon, 4 Stück an der Zahl. Und dazu kommt dann noch ein Macholo und ein Habitak. Ganz klare Sache, mit wem ich das mache. Dazu nehmen wir... Ja, was nehmen wir dazu? Wahrscheinlich dich und dich. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich nicht über mein erstes Pokémon hinauskommen muss. Unser erstes Pokémon ist Zapdos. Und vom Gegner kommt Mushas. Der Spezialwert ist jetzt nicht so überragend, dass es hier den Donnerblitz überstehen sollte. Deswegen sollte diese Runde schon mal an uns gehen. Und genauso ist es. 1-0 für uns. Weiter geht es. Der Matrose schickt Entoron in den Kampf. Da kann es jetzt natürlich schon passieren, dass wir 2 Attacken benötigen. Aber ich denke, dass wir zumindest immer noch schneller sind, ja. Jetzt mal schauen. Nein, Entoron geht auch direkt K.O. Sehr gut. Damit sollte jetzt eigentlich nichts Gefährliches mehr da sein. Entoron war, glaube ich, sein stärkstes Pokémon. Zum grünen Abschluss kommt nochmal ein Habitak. Auch das werden wir grillen mit einer Donnerblitzattacke und dann ist hier Feierabend für den Matrosen. Jawohl, das ist der Sieg gegen den Matrosen. Ganz, ganz schnell Nummer. Alles andere wäre, denke ich, auch traurig gewesen an der Stelle. Ja, wir hatten noch mit Chanera, ebenfalls wegen der Elektroattacke, und Simsala allgemein wegen seiner Stärke. Weiter geht es gegen den Rocker. Ja, allgemein könnte ich mir vorstellen, gegen Major Bob die größten Probleme zu bekommen, da wir kein Boden-Pokémon dabei haben. Und Machomai jetzt auch nicht unbedingt das schnellste Pokémon ist. Was nehmen wir denn hier mit? Ja, wahrscheinlich trotzdem dich erstmal. Dann nehme ich noch dich mit. Und dich. Der Rest macht relativ wenig Sinn. Und wir machen den Auftakt richtig mit Machomai. Gegen Porygon. Aha. Porygon also. Wir sind tatsächlich auch schneller als Porygon. Ich wusste es, dass er daneben geht. Es war doch völlig klar. Machomai, wenn wir uns dann zusammenreißen könnten, wäre das klasse. Komm, jetzt lande bitte einen ordentlichen Treffer. Yes. Und tschüss. Kein Rückschlag hier bei Pokémon Stadium, wenn wir den Gegner besiegen. Dementsprechend war das extrem wertvoll, das Porygon mit einem Schlag zu plätten. Weiter geht es mit Magnetilo. Jetzt muss natürlich das Erdbeben kommen. Wir sind tatsächlich sogar schneller. Das dürfte Magnetilo nicht überstehen, auch wenn wir keinen Step-Bonus bekommen. Genauso ist es. Zweites Pokémon geht K.O.
Anzahl der verbleibenden Pokémon und den krönenden Abschluss wird machen Voltoball. Ja, da hat der Rocker natürlich seine stärkeren Elektro-Pokémon lieber auf der Bank behalten. Den Donnerblitz sollten wir mit Leichtigkeiten überstehen. Ja. Und das Erdbeben wird den Rest für uns erledigen. Dann ist auch hier Feierabend. Und wir hätten die Hälfte der Trainer besiegt in dieser Arena Leiterburg. Beziehungsweise in dieser Arena, nicht in der gesamten Arena Leiterburg. Und damit geht es jetzt zu Trainer Nummer 3, dem Greis. Da bin ich ja mal gespannt, was der für Pokémon dabei hat. Ja, 4 Feuer-Pokémon, 2 Gift-Pokémon. Ganz klare Angelegenheit eigentlich. Ja, okay. Bringe ich dich zuerst, dich nehme ich noch mit und dich natürlich. Und damit sind wir eigentlich bestens gerüstet. Ich mache wieder den Auftakt mit Masho Mai. Gegen Fukano geht es als allererstes. Wir nutzen wieder die Erdbebenattacke in der Hoffnung, dass wir auch schneller sind als Fukano. Sind wir allerdings nicht. Wir bekommen erstmal einen Flammenwurf ab. Ja, geht so. Nicht mal ein Drittel hat's abgezogen. Wir hingegen mit dem Erdbeben sollten 100% Schaden machen. Und damit ist Fukano schon mal am Boden. Welch furioser Blitzstart! Sie halten sich mit Drohgebärden an. Pokémon 2, Ponyta. Das ist definitiv schneller als wir, da brauche ich mir nichts einbilden. Risiko-Tackle, auch die wird jetzt nicht so viel Schaden machen. Trotz dessen, dass sie eine Stärke von 100, ja, hat. Aber, ja, so viel Schaden war es am Ende nicht. Bekommt sogar noch den Rückschlag. Und das Erdbeben, beziehungsweise die Erdbebenattacke wird Ponyta nicht überstehen. Hat Ponyta auch nicht überstanden. Und damit wartet Masho Mai auf das dritte Pokémon. Es ist Nidoran männlich. Ja, 3 gegen 1 Pokémon. Da wir hier noch den Auftakt haben, werden wir das Ding hier 3:0 gewinnen. Denn auch Nidoran hält das Erdbeben nicht direkt aus. Richtig, und somit endet der Kampf. Endet der Kampf gegen die 3 Trainer, die uns hier aufhalten wollen, um bis zu Major Bob zu kommen. Haben sie nicht geschafft, deswegen jetzt der alles entscheidende Kampf hier in der 3. Arena. In der Arena von Orania City gegen den Anführer Major Bob. Und da sehe ich 6 Elektro-Pokémon. 6 Elektro-Pokémon, okay. Was mache ich denn hier? Ich glaube, ich werde mit dir anfangen. Dich nehme ich auch mit und dich als Backup. Ja, diesmal nicht der Start mit Masho Mai, sondern mit Simsala. Möchte mir mein Masho Mai aufheben. Und mit Simsala können wir hier getrost mit der Psychokinese kämpfen. Im Zweifel reicht die sogar, um Voltoball auszunacken. Nein, reicht nicht ganz. Wir werden jetzt eine Donnerwelle abbekommen. Ja, das dachte ich mir fast. Damit sind wir natürlich erstmal langsamer. Aber was soll's.
Hätte natürlich auch den Delegator bringen können, ich Idiot. Ah, der Delegator, wäre sinnvoll gewesen an der Stelle. Fuck. Okay, hinterher ist man immer schlauer. Genau, wir warten auf das nächste Pokémon. Es kommt Raichu. Im Zweifel wird Raichu Simsala jetzt allerdings plätten. Ich versuche mal noch eine Psychokinese durchzubekommen. Aber wenn er Donner trifft, dann war es das, glaube ich. Der Donner geht daneben und Simsala ist paralysiert. Natürlich ist Simsala paralysiert. Oh, ja, jetzt wird der Donner treffen. Nein, geht wieder daneben. Und Simsala ist erneut paralysiert. Das glaubst du doch alles nicht. Donner Nummer 3. Und jetzt trifft er. Simsala geht zwangsläufig zu Boden. Ich schicke Pokémon Nummer 2 in den Kampf. Ich warte immer noch mit meinem Machomai. Chanera muss jetzt erstmal einiges gut machen. Vor allem den Fehler mit dem Delegator muss Chanera gut machen. Body Slam, okay. Wir gehen allerdings nicht paralysiert. Das war sehr wichtig. Das war enorm wichtig. Und jetzt schicken wir erstmal eine Donnerwelle los. Sehr, sehr wichtig. Damit können wir jetzt erstmal zuerst angreifen und nutzen eine Geowurf-Attacke. Wahrscheinlich wird jetzt von Raichu auch eine Donnerwelle kommen. Aber die soll uns erstmal weniger interessieren. Nein, es kommt nochmal ein Body Slam in der Hoffnung, uns durch den Body Slam zu paralysieren. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Und dann gönne ich mir jetzt erstmal das Weichei. Vielleicht ist der Raichu auch irgendwann mal paralysiert. Das wäre ja auch klasse. Ja, fast die gesamten KP wieder aufgefüllt. Raichu natürlich nicht paralysiert, greift zur nächsten Body Slam Attacke. Wir sind allerdings immer noch nicht paralysiert. Ja, ich werde jetzt angreifen. Auch wenn die Paralyse bedeuten würde, dass wir Raichu nicht besiegen können mit Chanera. Mal schauen, was passiert. Überroller beherrschst du auch noch. Ging allerdings daneben. Schade für dich. Okay, ich versuche Chanera zu heilen vom nächsten Pokémon. Mit dem Weichei. Damit hätten wir vorerst volle KP. Raichu ist erneut nicht paralysiert. Das ist absolut unfair, was hier passiert. Aber überall geht daneben, das gleicht sich zum Glück wieder aus. Und damit ist jetzt nach dem Geowurf Feierabend für Raichu. Chanera hat hier sehr, sehr gute Arbeit bewiesen. Ja, ein Treffer. Schade, es geht doch. Jo, und damit wartet nur noch das letzte Pokémon auf uns. Chanera hat es hier sehr, sehr gut erstmal wieder in unsere Richtung gebogen. Elektroball kommt. Das Ziel muss es eigentlich nur sein, Elektroball zu paralysieren. Dann war's das. Weil in dem Fall wird Machomai auf jeden Fall schneller sein und mit dem Erdbeben hier Feierabend machen. Da ist die Paralyse für Elektroball. Und das ist eigentlich, wie schon gesagt, der Sieg. Wir können Elektroball jetzt noch etwas schwächen mit der Geowurf-Attacke. Vielleicht löst auch Chanera endgültig das Problem für uns. Das wäre auch schwer in Ordnung. Es kommt eine Donner-Attacke. Mal schauen, wie viel Schaden die macht bei Chanera.
Ja, kaum Schaden. Etwas mehr als die Sternschauerattacke, aber auch nicht viel mehr. Das liegt halt zum einen mit dem Sternschauer an dem schwachen Angriff von Elektroball, zum anderen beim Donner an diesem überragenden Spezialwert von Chanera. Und Elektroball ist paralysiert und damit, ja, ich habe es eigentlich schon fast gesagt, besiegt. Denn die Geo-Orf-Attacke wird den Rest machen, Elektroball ausschalten und damit gewinnen wir den Arena-Leiterkampf gegen Major Bob aufgrund der überragenden Leistung von Chanera. Yes! Nächste Arena-Leiterburg geschafft, diesmal ohne irgendwelche hässlichen Strategien von den Gegnern. Und damit verdienen wir uns jetzt den Schlüssel von Major Bob gleich für die nächste Arena. Wir bekommen den Schlüssel zu Erikas Turm, der Arena von Prismania City. Und an dieser Stelle geht's dann das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Hoffe, dass es euch gefallen hat. In dem Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, schreibt einen Kommentar. Und dann machen wir das nächste Mal hier bei Pokémon Stadium weiter, hier in der Arena Leiterburg. Macht's gut!